einer weiteren Location angekommen. Das nennt sich Graffiti-Fabrik. Da hinten zeige ich euch jetzt gleich ein riesen geiles Graffiti. Ja, richtig geil. Das ist noch Kunst, Leute. Das ist richtig fett. Ich hoffe, ihr könnt es dann auf der Kamera erkennen. Guckt euch dieses Graffiti an. Das ist ja eine Hauswand. Ah, das habe ich gesehen. Krass. Das habe ich schon gesehen. Also, ich muss da fotografieren gehen. Krass. Der Turm da krass, guckt euch das an. Siehst du das mit dem Turm, wenn du es genau im richtigen Winkel hast? Ja. Krass, Leute, oder? Hier sind auch lauter geile Graffitis. Und hier geht's jetzt rein. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Es sind halt mehrere Hallen, wo Graffitis sind. Und die zieht sich jetzt komplett durch bis Rinder. Hier ist auch nochmal eine Halle, die komplett zusammengefallen ist. Hier ist ein Schornstein. Ja, wie gesagt, jetzt nichts Spektakuläres, aber wenn wir schon mal da sind, nehmen wir es natürlich mit. Hier das Reh ist geil. Hier ist noch was, schon runtergekommen. Und hier hinten geht es dann rum. Ja, schöne Location. Hier ist noch ein großes Graffiti. Ja, und in der Szene wird es eben als Graffiti-Fabrik, ja, so oder so, wird es dann benannt. Was das für eine Fabrik war, kann ich euch gar nicht sagen. Also, ich habe keinerlei Infos drüber. Auf jeden Fall der Eingang war tricky, direkt an der Hauptstraße, mussten uns durch einen Zaun quetschen. Aber wie ihr seht, sind wir drin. Und die Natur holt sich ja alles wieder Stück für Stück zurück. Das ist halt Lost Place Romantik. Guckt euch das an. Ist halt komplett durch. Aber trotzdem geil. Trotzdem echt urig. Hier, das hier ist auch geil. Krass. Die Natur holt sich auf jeden Fall hier alles zurück, Stück für Stück. Hier unten. Das ist schon fast ein Swimmingpool, wenn das könnt ihr ja sehen. Aber hier, ja, das ist halt ein alter Lost Place. Nichts eingerichtet, gar nichts. Oben seht ihr, der Dach kommt schon komplett runter. Aber ein uriger, alter Lost Place. Auf jeden Fall. Mega, mega geil. Aber ich vermute mal, dass das eine Gießerei war oder irgendwas. Ich vermute mal, dass das eine Gießerei war oder irgend sowas. Also würde ich jetzt mal stark vermuten. Weil du hast hier überall Sand. Du hast hier überall schwarzen Sand. Ich gehe mal wirklich safe stark davon aus, dass das eine Gießerei war. Kann ich mir gut vorstellen. Guckt euch das an, Freunde. Das hier ist noch richtig Kunst. Und die sind hier in der kompletten Fabrik quer verteilt
Wie gerade eben gesagt, nachdem ich jetzt hier mal zeitlang durchgelaufen bin, denke ich mal, dass das eine Gießerei war, eine alte Eisengießerei. Das ist eine reine Vermutung von mir, aber ich denke das. Es ist ein Riesenareal, wo halt wirklich überall Graffitis sind. Hier sind auch welche. Da oben. Da oben ist auch eins, das ist auch krass. Erzähl mir mal, ne? Ich gebe euch jetzt mal nach oben. Schaut, das schaut ja ziemlich neu aus, ne? Wie komme ich da hin ohne Gerüst? Da oben, ne? Ja, oder da. Wie mache ich so Graffiti? Ja, vielleicht haben sie eine Bühne dabei gehabt raus oder Leitern? Ja, ich fahre mit einer Hebebühne rein. Ja, oder die haben Leiter dabei gehabt. Ja, krass auf jeden Fall. Ja. Jedenfalls krass langgezogene Sachen. Aber das hier ist ein Ofen. Seht ihr das? Also das vermutet man eine Bestätigung. Das hier war auf jeden Fall mal eine Gießerei. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich safe. Halt, das ist ein alter Hochofen. Genau. Lasst es mal auf euch wirken. Schon krass. Ein riesen Areal. Aber wie gesagt, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass das eine alte Eisengießerei war. Also auf jeden Fall irgendwas mit Metall, also irgendeine alte Metallfabrik. Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Auf jeden Fall krass langgezogene Sachen. Aber das hier ist ein Ofen. Seht ihr das? Also das vermutet man eine Bestätigung. Das hier war auf jeden Fall mal eine Gießerei. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich safe. Halt, das ist ein alter Hochofen. Genau. Auch die Vögel, wenn ihr sie hier sehen könnt, sind richtig geil gemacht. Also die Jungs, die hier gesprüht haben, haben richtig was auf dem Kasten gehabt. Das muss man einfach so sagen. Also es ist jetzt kein sinnloses Geschmiere oder so, sondern es ist richtig, richtig gute Kunst. Also ich bin begeistert. Wir sind jetzt auch schon ewig in dieser Gießerei unterwegs. Bestimmt jetzt schon eine halbe Stunde. Aber die ist auch killer. Ich meine, das ist jetzt nichts Spektakuläres, wo man jetzt sagen könnte, boah geil, volle Einrichtung und so. Nein, aber die Geschichte hier ist schon echt geil, wenn man sich mit dem Thema Eisengießerei beschäftigt. Oder halt allgemein mit dem Thema der Geschichte, warum so eine alte Fabrik verlassen worden ist. Aber hier seht ihr, die ist komplett verfallen. Und sowas ist halt auch geil, ne? Also quasi den Verlauf der Spur. Riesenalte Gebäude, zwar nichts mehr drin, aber dennoch geil. Auch hier wieder ein mega geiles Graffiti. Das ist eine alte Halle, also quasi die gehört noch zu dieser Gießerei. Da oben hat sich jemand verewigt, das ist Kunst, glaube ich. Ja, hier geht's weiter. Wir sind jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde oder so. Auf, oder vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde hier in der Fabrik unterwegs. Und es gibt lauter geile Graffitis. Wie das hier zum Beispiel, auch sehr geil. Oder das hier. Oder das hier hinten, der Ninja. Oder das hier. Krass.
Stimmt, den Gorilla haben wir auch nicht fotografiert, ne? Da oben ist noch ein Gorilla. Hier sind noch Kunstwerke eigentlich. Also das hier ist echt geil. Also die Graffitis sind wirklich stark gemacht. Muss man. Die Graffitis sind wirklich stark gemacht, das muss man einfach so sagen. Aber wie ich jetzt gerade in dem Video schon zu euch gesagt habe, ich habe vermutet, dass das eine Gießerei ist und wir hatten recht. Es war eine Gießereifabrik oder eine Gussfabrik. Auf jeden Fall sowas in der Richtung war das. Das hat sich nämlich bei mir ergeben, weil wenn ihr jetzt hier schaut, hier ist überall schwarzer Sand und da ich eine Gießerei gelernt habe, war mir das eigentlich schon fast klar. Den Hochofen haben wir auch gefunden, somit wissen wir, dass es auch safe so ist. Auf jeden Fall immer noch unterwegs in der alten Fabrik. Das sind die alten Schaltkästen noch. Da oben hat sich das Dach schon komplett verabschiedet. Ja, dann holen sie Stück für Stück zurück. Das Graffiti hier ist auch richtig, richtig geil, seht ihr das? Ja, und hier sind wir in einem Bereich, wo der alte Schamott gelagert worden ist. Das seht ihr hier. Hier ist nämlich die alte Schamott. Und zwar hat man beim Eisengießen die Pfannen innen drin mit Schamott im Endeffekt ausgegossen, damit ja letztendlich, sage ich mal, die Pfanne nicht springt, wenn das Eisen auf Eisen trifft. Deswegen hat man Schamott genommen und hat es auch schamontiert. Da musste man aber darauf achten, dass nicht zu viel Blasen drin waren. Weil wenn zu viel Blasen drin waren oder zu viel Lufteinschlüsse, dann ist das natürlich auch explodiert, die Pfanne, wenn das heiße Eisen reingetroffen ist. Sehr geil, fühle mich gerade total zurückversetzt, weil ich hatte mal Eisengießer gelernt. Habe ich total verdrängt, wie schön der Beruf eigentlich ist. Ja, und wie gefährlich. Schon krass. Hier geht's raus, hier geht's dann weiter. Hier ist ein Schornstein. Hier ist ein Loch. Das war ja eine riesen Gießerei, wenn man sich das so betrachtet. Die war ja echt riesig. Wann die aber jetzt letztendlich zugemacht hat, da muss ich im Netz mal recherchieren. Ich will euch jetzt auch nicht unbedingt sagen, was für eine Location das ist. Auf jeden Fall sind wir in Thüringen unterwegs. Nee, schon mal in Sachsen. Nichts Thüringen, Sachsen sind wir unterwegs. Auf jeden Fall ist es eine Gießerei in Sachsen. Kein Thüringen, sorry. Auf jeden Fall Sachsen. Durch den Dschungel und raus. Hier seht ihr ja. Decke kommt schon komplett runter. Liegt alles hier schon am Boden. Der Fliesenboden ist auch schon lange weg. Die Natur holt sich draußen alles wieder Stück für Stück zurück. Schon krass. Schon richtig krass. Ja, Freunde, und wenn wir schon bei dem Thema sind, mir fällt auf, dass ich viele Leute habe, die meine Videos gucken, aber eben den Kanal nicht abonnieren. Tut mir einen Gefallen, abonniert den Kanal, das ist kostenlos, es tut euch nicht weh, hilft mir zu wachsen, hilft mir bei YouTube so ein bisschen nach vorne geschoben zu werden, dass die Leute letztendlich da einmal auch meine Videos finden. Also tut mir einen Gefallen, abonnieren, Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr und ihr würdet mir einen riesen Gefallen damit tun. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, Instagram, YouTube, Facebook, haut rein.